Die Fähigkeit zu sehen wird ja oft als der wichtigste Sinn des Menschen bezeichnet. Was ich mit eigenen Augen gesehen habe, das glaube ich auch. Allerdings können sich nicht mehr alle Leute auf ihre Augen verlassen, denn die Sehkraft lässt mit dem Alter automatisch nach. Bei mir ist es so, ich brauche diese Lesebrille in der Redaktion, wenn ich viele Manuskripte lesen muss, weil bei mir die Augenlinse nicht mehr so flexibel ist und deswegen nicht mehr auf Objekte in der Nähe fokussieren kann. Es gibt aber auch Krankheiten, die die Sehkraft massiv beeinträchtigen, bis hin zur Blindheit. Von Blindheit spricht man, wenn die Sehfähigkeit auf dem besseren Auge auf 2% oder weniger abgenommen hat. Mit Apparaten, wie sie hier beim Optiker oder auch beim Augenarzt stehen, kann man jedes Detail des Auges genau untersuchen, denn fast jeder Teil des Auges kann auch Probleme machen. Die Hornhaut zum Beispiel kann sich verkrümmen, kann verletzt werden oder kann sich eintrüben. Im Extremfall braucht man dann gesundes Gewebe, das transplantiert werden muss. Beim grauen Star ist es so, dass sich die Linse eintrübt, entfernt werden muss und durch eine Kunstlinse ersetzt wird. Oder die altersbedingte Makuladegeneration. Die Ursache ist, dass Sehzellen im Bereich des schärfsten Sehens zugrunde gehen und es gibt da mittlerweile moderne Medikamente, die diesen Prozess zumindest teilweise aufhalten können. Je früher man solche Augenkrankheiten entdeckt, desto besser lassen sie sich in der Regel auch behandeln. Eine echte Vorbeugung ist zwar schwierig, aber wer einen zu hohen Blutdruck senkt, wer den Diabetes behandelt oder das Rauchen einstellt, der hat auch für seine Augen ziemlich viel Gutes getan. Und wer sich viel im Freien aufhält, zum Beispiel im Winter, bei Schnee, in der grellen Sonne, der sollte auf alle Fälle eine Sonnenbrille aufsetzen.